Naja. Ist ja wurscht. Vielleicht weiß ja einer von euch, wie ich diese Trophy krieg. Mit der kompletten Kleidungsreihe. Hyena, von dir vielleicht? So. Oh, die Hühner greifen mich an. Bock, bock, bock. Ich war gerade total verwirrt wegen dem Story-Ding, aber das ist ja unten. Ein Außenbezirk, da wo es nichts gibt und wo ich eigentlich gar nicht hin möchte. Badok, dok. Zwei Hunde und die sind Hardcore und ich bin auch Hardcore und deswegen ist mir das scheißegal. Ich bin Hardcore-Zebra. Das fetteste Zebra von allen. Jawohl. Wir wechseln Generationen und lachen uns ein hübsches Mädel an. Na, süße Maus. Nee, die süße Maus möchte ich nicht. Na, Köter, was denn jetzt? Nein, hör auf, mein Mädel anzugreifen. Toll, jetzt habe ich die. Ich wollte sie nur beschützen. Nicht haben. Dieses Spiel erinnert mich ans echte Leben. Du willst nur jemandem helfen und dann klebt er dir an der Backe. Das habe ich nie gesagt. Streich das, das habe ich nie gesagt. Die coolsten Geräusche macht, finde ich, übrigens ein Huhn. Einfach, ich liebe dieses Bock-Bock von Hühnern. Kann ich mir stundenlang anhören. So, wie hat es sich denn verändert? Ah ja. Zu meinen Gunsten, wie ich sehe. Ich glaube, ich werde ewig Spaß an diesen Geräuschen haben. Ja. Das sieht alles gut aus. Dann muss ich da ja sowieso hin. Tierenkanalisation finde ich krank. Ich kann aber, soweit ich weiß, erstmal nur durch Dogensaka in die Kanalisation. Kann ich ja gleich nochmal schauen. Es gibt so Events, die habe ich noch nie besucht. Und Lukas hat vorgeschlagen, ich soll doch mal ein Event-Special machen. Von wegen, ja, du kannst ja mal alle Events vorstellen, die es im Tokyo Jungle gibt. Das Problem ist, dass ich bei vielen Events nicht weiß, was ich machen soll. Es gab zum Beispiel dieses eine Event mit dem, mit einem Elefantenfriedhof und da sind überall tote Elefanten in Shibuya Bahnhof. Und ich war da und hab die alle angedatscht, aber ist nichts passiert. Deswegen, ich kann das gerne mal machen, wenn Interesse daran besteht, dass ich mir ein Tier aussuche. Und einfach alle Events, die anfallen, besuche. Nur weiß ich halt bei vielen nicht, was ich eigentlich machen soll. Aber wie gesagt, wenn ich es wollte, zeige ich es gerne. So, ich wechsle hier nochmal Generation, einfach weil ich mehr als zwei sein möchte. Und das andere Weibchen eher zufällig an mir drangehangen hat. Da möchte ich eins, das ich handverlesen ausgewählt habe. Oh, komm, mach dich ab jetzt. Ich bin ein Zebra und du bist ein kleiner Hund, jetzt mal ganz ehrlich. Nein, mein Kostüm ist kaputt gegangen. Zum Glück habe ich die noch ein paar Mal. Ich kann die auch nachkaufen im Geschäft. Aber das kostet diese Überlebenspunkte. Und die brauche ich ja, wie ihr wisst, ganz dringend für die anderen Tiere. Ich musste ja auch unbedingt alle Katzenfarben kaufen. Aber ich mag die einfach so gern. Die sind so süß. In verschiedenen Farben. Aber ich kriege ja hier erstmal auch ordentlich Punkte reingeschoben. In der Party. Ah, das wird schon. Oh, warum hast du denn nicht getroffen? Jetzt mal. Zebra. Pass auf, Zebra. Das ist ganz einfach. Ich drücke die Taste und du triffst, okay? Ich sehe, wir verstehen uns. Okay. Wen haben wir hier? Ah, ist okay. Komm mit, Schnecke. Wie komme ich da hoch? Ich kann natürlich auch keinen Doppelsprung ausführen. Ark. Oh, oh. Oh, oh, oh. Warte, was? Und ich dachte, bin ich noch Anfänger?
Dunkelblangel. Dunkelblangel. Pass mal auf. Okay? Ich war eben hoch genug, um mich zu paaren. Und dann habe ich aber dieses eine Weibchen angedatscht. Na, ist egal. Ich kämpfe mich jetzt erstmal hier durch die Hühner und die Löwen. So. Okay. Alles klar, ich sehe, wir verstehen uns. Ich dachte gerade, meine neuen Herausforderungen sind aktiviert, aber nein, ich muss ja noch 3 Jahre warten. Sonst nichts zu tun. Na? Na? Also eine Herausforderung muss ich dann noch abschließen und nochmal Generationen wechseln. Und dann berühre ich den Büffelboss. Ich fasse ihn an. Wat? Wat? Ich dachte, du wärst ein Hase. Also es ist nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ja, ich bin voll gegen Gewalt an Tieren, ja. Auch wenn das weiß, weil er nicht so rüberkommt. Aber das Spiel, es zwingt mich. Und es ermuntert mich, muss ich ehrlich gestehen. Es sagt ja, es soll 10 Tiere töten. Und ich muss ja. Der Überlebenskampf ist hart. Aber so im realen Leben bin ich voll gegen Gewalt an Tieren. Nicht, dass sie hier mit einem falschen Eindruck aus dem Let's Play geht, von wegen, boah, die ist ja voll die Asoziale. Ich bemühe mich, es nicht zu sein. Oh, neue Tierschuhe. Cool. Also das sind die gleichen. Die waren aber eben grün. Egal. Hauptsache Schüchen. Komme ich geschützt durch den Winter. Egal, ich geh mal außenrum. Hier gibt's eh mehr zu fressen. Ah, ich wollte noch Generationen. Naja, geht ja gar nicht. Also geht ja schon, aber ich wollte ein Durchschnittsweibchen haben. Spitze! Die sind so goldig und die können nichts. Gott, wie habe ich gekotzt, als ich die spielen musste. Weil die halt einfach so klein und nichtssagend sind. So ein großes Tier zu sein, macht da deutlich mehr Spaß. Und ich freue mich drauf, wenn ich die Dinosaurier sein kann. Ah! Nein, 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 warum? Was? Ach! Oh. Ja, das war jetzt nicht so gut und... Wat, 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 wat? Wat? Fuck. Okay, nicht so dolle. Gar nicht dolle. Mary hat Scheiß gebaut. Wartet. Ganz kurz. Ja, dann mache ich jetzt erstmal Folgendes. Hier erstmal zurück. Erstmal zurück hier in den Einkaufsbezirk. Und paare mich. Weil ich nämlich hier nicht allein durch die Gegend laufen möchte. Das ist nicht so gut. Und natürlich sind jetzt Kostüme weg, ey. Ah. Heizen. So. Oh, geil, ein Pilz. Awesome. So, jetzt kann ich mir das Mädel aber abgreifen. So, süße. Jetzt hast du keine Chance mehr gegen mich. Komm mit jetzt. Oh, jetzt ist sie. Jetzt ist sie verzweifelt. Aber ihr könnt mit mir fühlen, das ermuntert mich schon mal sehr. Ihr kennt diese Tragödie. Ich habe das übrigens vollkommen nicht hinschauend in dem Wissen angedatscht, dass die auch eigentlich durchschnittlich ist. Und nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Total bescheuert. Na, jetzt kommt her, ihr Beutel hier.
Nein, ich will nicht sterben. Ich will nicht, ich will jetzt mich paaren. Okay? Lasst mich in Ruhe mich paaren. Oh, komm, ey. Nein. Oh. Das musste ja so weit kommen. Na gut, in Ordnung. Na gut. Ich habe ein paar Punkte geholt. Wenigstens das. Jetzt habe ich noch mehr Punkte. Punkte sind immer gut. Ja. 13.000, 14.000 Punkte. Ich müsste jetzt so um die 15.000 haben. Das dürfte für Pflanzenfresser nicht unbedingt reichen. Ja. Vor allem habe ich das letzte Story-Element nicht aufgesammelt. Argh.